Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Beim letzten Mal hier stehen geblieben mit der guten Keira oder Keira. Und ich überlege ganz kurz, vielleicht nochmal eine Meditationsrunde einzulegen. Kurz, vielleicht mit ihr gemeinsam, wer weiß. Damit ich volle Energie habe. Genau. Wer weiß nämlich, was jetzt kommt. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich habe richtig Bock. So wie immer auf dieses Spiel. Das ist, ja, wie gesagt, immer noch ein grandioses Spiel. Zack, erstmal Feuer gewirkt, einfach so random, warum auch nicht. Was haben wir denn hier? Verbessertes Hybridenöl. Maribora Schwert. Okay, Axtkupferhose. Krass, was, Alter. Vielleicht ist der Stuff sogar besser als unser. Abchecken, direkt abchecken. Magischer Gegenstand auf jeden Fall. Yes, die Hose ist besser. Die passt zwar nicht so wirklich, aber egal. Warte mal. Ja, cool. Neue Hose, neues Schwert. Passt doch. Weiter geht's. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Komm schon, schneller! Wie der letzte Volldepp. Warte mal, ich muss mal ganz kurz abchecken. Was? Ach du Kacke, ey. Wo haben wir das denn gesehen? Ach ja, wahrscheinlich in der Story für Ciri, wa? Wo, was der Alte da erzählt hat, der Baron. So, Moment. Hybriden. Ne, wo waren das? Wo sind denn die Ertrunkenen? Hier. Tatsächlich, Igni ist doch gut. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Alter. Hängt deren Schlong da raus? Alter, ist ja ekelhaft. So. Okay, das bringt tatsächlich nichts, gegen die zu blocken. Die durchbrechen ständig meine Deckung, ja. Oh, shit. Ey, dass die mir so Probleme machen. Wieso ist denn der am Fackeln so weit rechts, oh man? Zauber eigentlich gar nicht. So, jetzt, mein Gott, man kann sich auch schwer anstellen mit so Furzgesichtern.
Alter Falter. Okay, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Es wäre vielleicht auch mal ganz gut, irgendwann mal, das habe ich ja auch beim letzten Mal angesprochen, dieses ganze Alchemie-Zeug und so weiter, vielleicht irgendwann mal eigene Zaubertränke herzustellen, die auch mal ein bisschen besser wirken als die ganzen anderen Sachen, die wir hier mit haben. Weil in so einem harten Fight gehe ich mit dem Zeug unter, 100%. Hilfe! Na, ist hier ein Geheimnis? Ich bin jetzt extra mal den anderen Weg gegangen. Oh, oh, was ist das? Komm schon, komm näher. Shit, Mann, was bist du für Vieh? Der bängt mich in der Ecke. Boah. Okay. Alter, kann ich meditieren jetzt? Ich habe noch nicht meinen ganzen Stuff verbrochen, weißt du? Da kann man das doch gerne mal nutzen, eigentlich. So ein, ja. Eigentlich ein ganz geiler Trick. Was heißt Trick? Ist ja offensichtlich, dass du das machen kannst. Wo gerate ich hier eigentlich hin? Es ist vielleicht doch der richtige Weg. Ach, schade, Mann. Aha, aha. Ich dachte, ich würde einen anderen Weg gehen, ne? Kommt her, Jungs! Weg, weg! Ah, ich bin natürlich vergiftet jetzt. Hey, Alter! Hey, der macht mich platt! Dieses Stück Scheiße. Was machst du, Geralt? Was mache ich? Besser gesagt, ich bin so ein Vollspaß. Ich sterbe noch an diesen Viechern. Ich sterbe noch. Das hat ihn nicht getroffen. Mein Gott, ja, dreifache Gefahr, weißt du Bescheid. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber egal. Ich muss meditieren und ich muss besser kämpfen, endlich, ey. Mann, jetzt habe ich einmal ein bisschen ausgewichen, bin ich immer ein bisschen ausgewichen. Mann, ich habe doch Bloodborne gezockt, da müsste ich es doch drauf haben, eigentlich. Geira? Geira heißt sie, okay. Ist das hier der Eingang? Sag mal, wo sind wir denn lang gelaufen? Wir sind wirklich den falschen Weg. Kann das sein? Also, dass ich jetzt hier lang muss, ja klar, aber ich meine die Abbiegung davor. Wo ich extra rechts lang gegangen bin. Da lang? Aber was gibt's hier noch? Ich meine, ich kann ja warten, oder?
Bei Frauen sollte man eigentlich nicht warten lassen, aber... egal. Alles schön mitnehmen, alles mitnehmen. Wer weiß, wann wir es endlich mal gebrauchen können. Wo habe ich die Kamera hingezählt? Nicht dorthin. Auf jeden Fall. So, du kleiner Scheiß-Nebling, du. Wo bleibt die geile Kampfmusik? Ah, die Ratten machen mich platt. Spring doch mal, ich drück doch Kreis. Achso, der kann im Kampf nicht springen. Alter, du bist so ein Vollidiot einfach. Ich ziel doch hier auf den Bau. Den sollst du abfackeln. So. Danke. Puh, mein Gott. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Gehen wir. Vielleicht erreichen wir den Elfenmagier noch vor ihnen. Aber was will die Jagd von ihm? Wenn der Elf Informationen über Ciri hat, oder sie versucht hat, ihn zu finden, oder sogar zu kontaktieren, und sie gespürt haben. Na gut, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir einen Hinweis oder eine Spur von diesem Elfen selbst. Es gibt keine Gewähr, dass die wilde Jagd in die richtige Richtung zieht. Vella Glan! Mensch, 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 ey, ich dachte schon, die haben sie oder sonst was. Das sind ein paar Ratten. What the fuck? Valvente, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arnecht war Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten.
abwarten. Ist einfach cool, der Geralt. Der ist einfach cool. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wishimir hat mir mal erzählt, dass er an solchen Hitzen vorkommt, als er es gerade gelernt hat. Ein schlechter Einfall, oder? Ja, ich hab's überlegt. Und so ein älterer Jungs denkt, komm weiter. Ich werde gleich sterben, ich weiß es. Da lache ich doch. Komm schon, komm näher. Ich habe langsam das Gefühl, die kommen unendlich von den Viechern, oder? Oder doch nicht? Schieb mich doch nicht ins Gift, bist du wahnsinnig? Ich will doch die Sachen kurz mitnehmen. Oh mein Gott. So ein Vollspast einfach. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es hier lang geht oder rechts lang geht. Ach ja, okay. Oh, fuck it. Ich soll die untersuchen. Ich hab's nicht gelesen. Scheiße. Egal. Assassinenhose. Boah. Gibt's hier noch was? Ja, 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 ja. Geisterstaub. Fährtenlieser-Handschuhe. Okay, cool. Na gut, dann war das doch nicht umsonst. Warte mal, ich meditiere ganz kurz. Ich habe kaum noch Heilungssachen, Alter. Oh Gott, ich werd verrecken. Ich werde so verrecken, Leute. Ihr seid live dabei. Also quasi live. Live aufzeichnen. Erkunde die und folge den Schwalben-Symbolen. Soll ich wissen? Ah, da. Das hier? Ja. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Nur je eher wir verschwinden können, desto besser. Mit der Projektion. Sire, die Forte Solesse Rea. Sire, die Forte Solesse Rea. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Villa Glan! Sire. Ach so, okay.
Was haben wir hier? Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Ich frage mich, was das alles muss. Oh, anfassen? It's a trap! Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Scheiße, Mann. Ist doch eine Kacke, ist es doch, ey. Vor allen Dingen, wir verfolgen die wilde Jagd und ich meditiere hier erstmal die ganze Zeit. Was schimmert denn da so? Oh, das sieht auch aus wie eine Falle, ey. Ich hab ein bisschen die Orientierung verloren, ey. Komm, ich grapsch das jetzt einfach an die Steppe. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Spring weg, spring weg! Nee, ist richtig. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Ich bin so ein Depp. Egal. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Weiß schon, ob man sich selbst und ob man das will. Diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht machen. Ich weiß genau, welche von euch hilft ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Bring dies zu Ende. Komm schon. So. Boah, ich wollte gerade ausweichen. Das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Jetzt ist mein Schwert auch schon wieder kaputt. Ich flipp aus. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Gut, Leute. Da ist noch ein Symbol. Die Suche geht beim nächsten Mal weiter. Ja, das war's. Natürlich hat so ein Fake-Geralt keine Chance gegen uns. Das ist ja klar, das habt ihr ja gesehen. Den habe ich direkt vernichtet. Und ja, habe ich was zur Reparatur gekauft? Ich glaube schon, ne? Zum Glück. Naja, gut. Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst eine Bewertung da. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.